Als unser Prophet sallallahu alaihi wasallam von Mekka nach Medina ausgewandert ist und der Islam dort etabliert wurde, gab es Konflikte zwischen den Stämmen. Zwei der größten Stämme waren einmal die Aus und einmal die Khazraj. Diese bestanden aus Juden und aus Götzen. Also aus weder Christentum, sondern einfach nur aus Götzen. Aus Götzendienern. So. Aus und Khazraj, die Muhajirun und die Ansar, sie waren etwas befeindet gewesen. Doch als der Prophet kam und der Islam dort etabliert wurde, in Medina, hat er den Frieden hergestellt. Er hat den Frieden hergestellt. Es gab keinen Konflikt mehr zwischen den Stämmen. Dank unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. So, er kam nach Medina, der Islam wurde etabliert und er hat den Frieden hergestellt. Er hat ein Friedensabkommen mit den Aus und mit den Khazraj gemacht. Zu den Aus gehören die Banu Khuraiza, ja, die 900 getöteten Juden. Die Banu Khuraiza gehört zu Aus. Und die Banu Qaynuqa, die gehören auch zu Aus. Aber hier geht es jetzt um Banu Khuraiza. So, der Prophet hat ein Friedensabkommen mit den Aus und mit den Khazraj gemacht. Wo lesen wir es? Wir lesen es da, worauf auch Stürzenberger sich stützt. Und zwar aus dem As-Siratul Nabawiyya li Ibn Hisham. Ja, aus dem Sira von Ibn Hisham. Das Arabische. Band 1 und 2. Auf der Seite 110 und 111. Der Prophet hat ein Friedensabkommen. Und zwar das lesen wir, wo es heißt: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار. Der Prophet hat für die Versöhnung einen Brief schreiben lassen an die Muhajirun und die Ansar. Und jetzt: ودعا فيه يهود وعاهدهم وأطرهم على دينهم وأموالهم. In diesem Brief, ja, hat er mit den Juden, die Aus und Khazraj, also Banu Khuraiza, Banu Qaynuqa, und hast du nicht gesehen, hat er mit ihnen ein Friedensabkommen gemacht. Er hat mit ihnen ein Abkommen geschlossen, dass man sie weder angreifen darf, also beziehungsweise, dass sie auf ihre Religion und auf ihre Ware bleiben dürfen. Ja? Sie dürfen auf ihre Religion und auf ihre Ware bauen. Etwas, was ihr hier in Deutschland ja auch von uns abgeguckt habt, dieses System hier. Du darfst deine Religion ausüben. Religionsfreiheit. Du darfst deine Religion ausüben, wie, wo, wann du willst. Hat der Prophet schon vor 1400 Jahren hier im Sira-Werk, hat das schon festgestellt. Die Juden, sie dürfen auf ihre Religion bleiben, sie dürfen ihre Religion praktizieren, man darf sie nicht zu einer anderen Religion zwingen und sie dürfen auf ihre Ware bleiben. Das heißt, man darf ihnen ihre Ware nicht wegnehmen. Friedensabkommen. So. Und dieser lautet jetzt mitwörtlich, also dieser lautet jetzt inhaltlich, sagt der Prophet in seinem Brief: وَإِنَّهُ مَنْ تَبِعْنَا مِنْ يَهُودٍ. Und die Juden, die uns unterlegen sind. فَإِنَّ لَهُمْ نُسْرَ وَالْأُسْرَ. Uns obliegt es, ihnen zu helfen. Ein Nusra kommt von Nasara. Ihnen zu helfen und sie zu unterstützen. Ja? Uns obliegt es, die islamische Stadt obliegt es, ihnen zu helfen. Das heißt, den Juden zu helfen und den Juden zu unterstützen. Ja? غَيْرَ مَظْلُمِينَ وَلَا مُتَنَاصِرِينَ عَلَيْهِ. Und das ist der Schlag. Weder darf man sie unterdrücken, noch darf man sie angreifen. Sie dürfen auf ihre Religion bleiben. Sie dürfen auf ihrer Ware bleiben. Ja? Wir beschützen sie, wir helfen. Sie dürfen weder angegriffen werden, noch darf man sie bekämpfen. Hat der Prophet hier ganz klar festgestellt. Das ist ihr Abkommen. Das war das Abkommen zwischen dem Propheten und dem Nuh. Und es wurde so festgelegt und so herrscht nun Frieden zwischen Juden, Muslime und allen anderen Stämmen. Was ist aber dann passiert? Was ist passiert? Die Banu Khuraiza hat Hochverrat begangen. Hochverrat bedeutet, sie haben den Friedensabkommen mit den Muslimen gebrochen. Sie haben sich mit den Quraysh und mit den Ghatafan, das waren zwei große Feinde, mit denen die Muslime Krieg geführt haben. Uhud und Badr. Ja? Die Quraysh, von wo sie vertrieben wurden. Die Quraysh und Ghatafan wollten die Muslime ausradieren. Und die Banu Khuraiza hat ihnen dabei geholfen. Sie haben den Friedensabkommen mit den Muslimen gebrochen und das ist Hochverrat. So, dieses Hochverrat lesen wir ebenso in Siratul Nabawiyya li Ibn Hisham. Diesmal ist es Band 3 und 4. Hier geht es um Huyay ibn Akhtab und Ka'ab ibn Asad. Ka'ab ibn Asad war derjenige von Banu Khuraiza, der mit den Propheten ein Friedensabkommen geschlossen hat. So, was lesen wir jetzt hier? Huyay ibn Akhtab kam zu Sa'ad ibn Asad und sagte: Ju'tika bi'izzi dubri wa bi-bahri ta'am. Ich brachte dir
den größten See. Der wundervollste und den größten See. Das ist ein Ausdruck im Arabischen, um etwas Gewaltiges zu verdeutlichen. Ja? Und was war es? Jitika bi Quraysh ala qadatiha wa sadatiha. Ich brachte dir die Quraysh und die Ghatafan. Also ich brachte dir die Quraysh mit ihren Kommandanten und ihren Führern. Hatta anzaltum bi majtami' al-asyan min Rum. Und ich habe sie zu Rum, zu dem Platz von Rum gebracht. Wa bi Ghatafan ala qadatiha wa sadatiha. Und ich brachte dir die Ghatafan mit ihren Kommandanten und ihren Führern. Hatta anzaltum bi dhanbi Naqmi ila janibi Uhud. Ich habe sie zu dhanbi Naqmi bei Uhud. Habe es hingebracht. So, jetzt. قَدْ أَهَدُونِي وَأَقَدُونِي عَلَى أَلَّا يَبْرَهُ حَدَّ نَسْتَأْسِلَ مُحَمَّدًا وَأَنَّعَهُ. Was sagt ihr? Sie haben mit mir, die Quraysh und die Ghatafan, die Feinde der Muslime, sie haben mit mir den Abkommen gemacht, dass sie Mohammed und diejenigen, die mit ihm sind, also die Muslime, so lange bekämpfen, bis sie vernichtet worden sind. Überlegt mal, es herrschte Frieden, der Prophet hat Frieden hergestellt, ja? Die Juden hatten ihre Rechte, Andersgläubige hatten ihre Rechte gehabt. Frieden war da. Es gab keinen Konflikt, es gab nichts zwischen den Muslimen und den Juden. Es gab nur Frieden zwischen ihnen. Sie haben friedhaft zusammen gelebt. Bis Huyay ibn Akhtar und Ka'ab ibn Asad und die Banu Qurayza das ändern wollten. Sie wollten den Frieden aufheben und ein Chaos bringen. Die Juden gegen Muslime hetzen, damit sie sich gegenseitig abschlachten. Sie wollten, dass die Muslime umgebracht werden. Das wollten sie. Aber der Prophet war dagegen. So. Jetzt, da die es den Friedensabkommen gebrochen haben, wurde sowas natürlich erzählt. Ja? Der Prophet hat davon gehört. Aber der Prophet ist nicht jemand, der voreilige Schlüsse zieht. Ja? Auch ein Zeichen seiner Ehrlichkeit, was seine angebliche Unehrlichkeit widerspricht. Also, was hat er gemacht? Er schickte einige Leute los zu Banu Qurayza, um rauszufinden, ob das stimmt, was sie gehört haben. Ja? Einer von den Leuten, die geschickt hat, war Sa'ad ibn Mu'adh. So, sie kommen jetzt zu ihnen an. Ja? Lesen wir es auf der gleichen Seite. Wir lesen jetzt. فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم فيما نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Als sie nun zu Banu Qurayza ankamen, haben sie in einer beleidigenden Situation, in einer schmähhaften Situation gefunden. Also sie haben den Propheten angefangen zu beleidigen und ihn zu schmähen und dies, das und jenes. Als sie mit der Nachricht konfrontiert haben, dass die Muslime gehört haben, ihr habt den Friedensabkommen gebrochen, was sagen sie? وقالوا. Dann sagen sie: من رسول الله. Wer ist der Gesandte Allahs? Also das ist keine Frage, was eine Antwort braucht, sondern da steckt mehr Rhetorik dahinter. Das bedeutet so viel wie, wer zum Teufel ist der Prophet? Er ist nichts. So haben sie es dargestellt. So, jetzt. Jetzt sagen sie etwas, da kriegen die Muslime die Bestätigung. Und so sagen sie. La ahda baynana wa bayna Muhammadin wa la aqd. Weder haben wir ein Abkommen, noch ein Versprechen mit dem Propheten. Und liebe Geschwister im Islam, das ist nicht so eine Aussage, was bedeutet wie, ja, wir können es gar nicht reden. Nein. Es bedeutet ganz klar, aus dem Arabischsprache her, ganz klar, vergiss den Abkommen. Wir haben den Abkommen nicht mehr mit ihm. Wir haben es gebrochen. Wir akzeptieren den Abkommen nicht mehr. Ihr seid sowieso bald fertig. Ja, das hat diese Aussage zu bedeuten. Sie haben damit bestätigt, dass sie den Abkommen mit den Muslimen gebrochen haben. Lesen wir in Siratu Ibn Hisham. So. Die Muslime gehen zurück, haben es den Propheten übermittelt. In dieser Zwischenzeit war schon die Quraysh und die Ghatafan auf dem Weg nach Medina gewesen. Dank der Banu Qurayza. Sie wollten nach Medina und ich sage euch, wären sie in Medina angekommen, hätten sie mehr Muslime abgeschlachtet, als wie der Westen das heute mit den Muslimen macht. Sie hätten die Muslime gnadenlos umgebracht. Dank der Banu Qurayza. Die haben abgekommen mit den Propheten haben und das gebrochen haben. Die Hochverrat gegangen. Die Quraysh und die Ghatafan waren nun auf dem Weg nach Medina gewesen. Ja? War auf dem Weg nach Medina. Sie standen schon kurz vor Medina, aber die Muslime haben eine gute Methode entwickelt, und zwar haben sie um Medina herum tiefe und große, lange Graben begraben, also tiefe Löcher, ja, also Gruben, Graben. Sie haben das um Medina haben sie gegraben, sodass es schwer ist für den Feind, darüber zu gehen. Ja? Er muss auf der anderen Seite bleiben. Das ist der Vorteil der Muslime, sie können sich besser verteidigen, und ein großer Nachteil für die Ungläubigen, für die Quraysh und Ghatafan. Sie merken sich nun den Muslimen. Ja? Vor ihnen steht dieser Graben und damit haben sie nicht gerechnet. So, es gab aber nicht so einen Krieg. Ja, das kommen wir gleich.
Aber eine kleine Pferdetruppe von den Quraysh wollte diese Sache sich von Nahen ansehen. Und da haben sie die Muslime gefunden. Auf der anderen Seite des, auf der anderen Seite des Grabens. Einer der Führer von dieser Reitertruppe war Amr ibn Abdul Wud. Amr ibn Abdul Wud war ein Krieger gewesen von den Ungläubigen, den man sehr gefürchtet hat. Man hat sie sehr gefürchtet. Also er war ein gnadenloser Kämpfer gewesen und auch ein großer Kämpfer bei denen. Dann aber geschah etwas. Amr ibn Abdul Wud trat hervor und sagte zu den Muslimen, wer möchte mit mir kämpfen? Ein Mann trat hervor und sagte, ich kämpfe mit dir. Und dieser Mann war ebenso ein großer Kämpfer gewesen. Ein Kämpfer, den die andere Seite sehr gefürchtet hat. Ja? Er war ebenso ein großer Kämpfer gewesen. Es war Hazrat Ali ibn Abi Talib, salamullahu alaikum. Ali sagte zu Amr, ich rufe dich zu Allah auf. Ich rufe dich zu dem Propheten auf und ich rufe dich zum Islam auf. Ja? Das war seine erste Aufrufung. Doch Amr lehnte ab und sagte, was soll ich damit? Dann sagte Ali zu ihm, dann rufe ich dich dazu auf, mit mir zu kämpfen, bis zum Tod. Jetzt hier auf der Stelle. Und Amr sagte zu Ali, oh Sohn meines Bruders, ich will dich nicht töten. So selbstsicher war sich Amr. Ja? Stimmt, sie waren Verwandte gewesen. Sie waren Verwandte. Aber das hat Ali radiallahu anh, nicht dazu gehindert, ihn jetzt da auf Ort und Stelle zu töten. Weil er anfangen wollte, Muslime zu töten. Dann sagte Ali zu ihm, dann kämpfe ich mit dir bis zum Tod. So wurde Amr sauer, sprang aus seinem Pferd und schlug dieses mit voller Kraft ins Gesicht. Also er schlug sein Pferd ins Gesicht. So sauer war er. Er nahm sein Schwert und schwingte dieses mit voller Wucht in Alis Richtung. Doch Ali, salamullahu alaik, weichte es ab. Er weichte diesen Schwert ab. Er weichte alle seine Angriffe ab. Er weichte nach links um, nach rechts um weichte er ab. Am Schluss versetzte Ali den Amr einen starken Hieb auf seinen Nacken und schlug ihm den Kopf ab. Das war der Sieg von Ali. Und die Reitertruppe, die gesehen haben, wie Amr versagt hat, sahen nur noch Ali. Und sie sahen, wie ihr bester Kämpfer, wie ihr größter Krieger gegen einen gleichen großen Kämpfer verloren hat. Sein Versagen haben sie gesehen. Sie konnten nicht mehr mitgucken und dann liefen sie in den Gruben rein und wollten von dort die Muslime angreifen. Die Muslime haben die restlichen Reiter in die Flucht geschlagen, indem sie die Gruben zu ihrem Vorteil nahmen. Und so weichte diese Truppe ab und die Muslime gewannen diesen kleinen Kampf. Abu Sufyan, ja, der Führer damals in Quraysh unter anderem, der diese Quraysh und die Ghatafan zu Medina brachte, dank die Banu Qurayza. Abu Sufyan war ein scharfsinniger Feldherr gewesen. Ja? Das war zu der Zeit, wo er noch kein Moslem war. Er wurde später zum Moslem, Alhamdulillah. Aber da, wo er kein Moslem war, er war ein scharfsinniger Feldherr gewesen. Und Abu Sufyan sah, okay, wir haben keine Chance gegen die Muslime. Nicht, wenn diese Graben da sind. Und mit sowas hätte er niemals gerechnet. Was für eine gute Strategie, was für eine Methode die Muslime angewendet haben. Also was blieb Abu Sufyan übrig? Nichts anderes als den Rückzug zu starten. Jetzt hat die Banu Qurayza aber ein Problem, denn sie haben ein Abkommen mit den Quraysh. Sie dachten, die Quraysh marschieren jetzt in Medina rein, erobern Medina und die Juden können wieder die Muslime können wieder über die Muslime herrschen. Dachten sie, das war das Abkommen. Aber Abu Sufyan sagte, nein, ich vergesse mir diesen Abkommen. Die Quraysh zog zurück und die Banu Qurayza hatte nun niemanden.